Ja, moin moin, meine Lieben, hier ist mal wieder die Axt vom Walde, ne? Und wir spielen die neue Version von The Forest in der Version 0.28. Da ist heute Nacht frisch rausgekommen. Nicht so viel Änderungen, ja, wie in den, ich sag mal, vergangenen Versionen, aber ohne Ende nie. Und dennoch genug. Ja, es gibt hier zum Beispiel vorweg, ja, ich befinde mich hier zur Sicherheit auf der Aussichtsplattform. Im Zuge der Vorbereitungen hat sich hier einiges bereits getan und ich hatte hier wirklich ziemlich große Mühe, mir die Vorbereitungen vorzubereiten. Ja, hier gab es schon einen halben Weltkrieg. Unpackbar. Also, bevor ich hier runterspringe und wirklich auf ein paar neue Dinge zu sprechen kommen, so dass ich die auch hier zeigen kann, zuerst noch ein bisschen so grobes Zeug, was ist hier neu? Ja, es gibt wie immer Haufen neuer Sounds. Fliegen haben jetzt auch Sounds, ja, die fliegen. Was mich persönlich ein bisschen verwirrt stimmt. Ich dachte, dass die Fliegen an und für sich schon Sound hätten oder gehabt hätten. Ja, es gibt ja, man kennt das vielleicht, der eine oder andere, diese bedrohlichen Szenen, wo das zu summen und zu brummen begann. Das waren die Fliegen oder so fliegenartige Schwärme. Ja, man konnte sie nicht sehen. Aber der Sound war ganz klar da. Die Entwickler meinen, jetzt ist er eingebaut. Es gibt auch neue Sounds für den Kartoffelsack-Mutanten und was weiß ich noch alles. Die Blaupause der Schnappstachelfalle, ihr könnt euch vielleicht erinnern, der ist ja die Schnappstachelfalle ein bisschen vergrößert worden. In irgendeiner Version in einer vergangenen. Und die Blaupause hat dann nicht übereingestimmt mit dem, was das fertige Endprodukt dann von der Größe her war, wenn das durchgebaut war. Das soll jetzt auch übereinstimmen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Tierköpfe, das hatten wir hier letztens, die Tierköpfe. Ja, die sind dann einfach verschwunden, wenn man die fallen gelassen hat. Das soll jetzt auch nicht mehr vorkommen, sagen die Entwickler. Und wir haben einen neuen Gegner. Der Dynamit-Mutant. Ich denke mal noch nicht, dass ich den jetzt wirklich schon gesehen habe. Ich bin hier vorhin auf ein paar nette Kollegen getroffen, die konnten Feuer werfen. Also so Molotow-Cocktails. Die gibt's seit ein paar Versionen, aber die sind mir noch nie über den Weg gelaufen. Ich denke mal, hier war das soweit. Das sind aber, denke ich, nicht die Dynamit-Mutanten gewesen. Laut den Jungs aus dem Forum sind die Dynamit-Mutanten auch ganz heftig drauf und sprengen hier einiges in die Luft, also ich sag mal Obacht walten lassen, ne? Zu meinem Leidwesen. Ja. Wurde das Katana, das sich hier vor dem Eingang von Höhle 1 befindet, tief weit hineingelegt in Höhle 1. Die rostige Axt, die sich in der ersten, ja, im ersten Höhlenabschnitt von Höhle 5 befindet und in der Leiche drin steckt. Die ist tiefer in Höhle 5 rein verlegt worden. Und das absolute Highlight: die moderne Axt befindet sich jetzt nicht mehr im Kannibalendorf im großen schwarzen Baum steckend. Nein, sie wurde verlegt, Zitat, tief in Höhle 2. Wunderbar, Entwickler. Wunderbar. Ich denke mir, das ist hier eine Alpha-Version. Ja, da wird hier Inhalt implementiert. Oder überhaupt integriert und Fehler beseitigt. Nicht hier die Spieler auf den Arm genommen. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Das ist, ich weiß nicht, das dritte, vierte Mal, dass hier die moderne Axt verlegt wurde. Und ständig andere Kenner Hopsereien. Ehrlich, ich mag das gar nicht. Was wir heute uns angucken, das ist eine wunderbare Sache. Ich steig hier auch mal. Na, was heißt, ich steig hier auch mal? Wir springen hier auch mal. Ja, nicht ganz gesprungen, ne? So. Jetzt geht's hier erstmal auch runter. Und ich höre da jemanden. Oh ja, die sitzen hier im Gras, in den Büschen, verstecken sich. Aber das lässt uns hier jetzt erstmal kalt. Das letzte Mal gab's ja hier für die, wo sind die Dekoration? Ja, für die Deckenschädellampe. Ja, Deckenschädellampe, so heißt die. Für die Deckenschädellampe noch gar kein Bild. Jetzt ist hier eines drin. Ja, die kommen mir hier. Ich denke mal, ich gebe euch gleich hier. Ja, komm, machen Abflug, ne? So.
Ja. Ich denke mal, ich gehe hier erstmal einen Baum umhacken. Oh, komm jetzt hier. So, ich hack einen Baum um. Und wahrscheinlich auch gleich einen der Gegner. Man weiß es ja noch nicht. So. Oh, nun ist aber gut. Jetzt reicht's mir, ne? So, ja, worum geht's eigentlich? Oh, komm mal hier. Mach doch mal die Fliege, mein Dicker. Ja, du hast mir noch gefehlt, ne? Ja, ich sag ja, das ist hier. Die sind hier. Ruhe, bitte, Ruhe. So, wir haben einen Baumstumpf. Die Entwickler meinten, das ist jetzt notwendig, dass wir hier Baumstümpfe entfernen können. Dazu bekommen wir auch so ein nettes Symbol, wenn wir hier näher rangehen mit der Taste C zum Ablegen. Ich pack das mal hier drauf und lauf mal schnell weg. Ja, es gab hier einen Baumstumpf, der ist jetzt nicht mehr da. Das ist jetzt möglich in der neuen Version 0.28 von The Forest. Ja, und ihr habt das mitbekommen. Naheliegende Bäume, die werden auch gleich mitgerissen. Ja, muss man sich natürlich überlegen. Und wenn man hier so eine schöne Ebene haben möchte, ja, ohne irgendwelche Baumstümpfe und dergleichen, ja, kann man hier alles platt machen. Das ist kein Ding. Es gibt hier zwei neue Fallen. Drei neue Fallen eigentlich. Das ist hier zum einen diese Blattlaubfalle. Ich habe die hier zweimal aufgebaut und ja, da steckt auch so eine wunderbare, coole Schädelkeule der Gegner im Sand. Ja, wie gesagt, da war schon ein bisschen Krieg los heute, ne? Zweimal ist das hier aufgebaut. Ich nehme das auch mal bei den Fallen raus. Das ist hier die Leaf Pile Trap. Die Blattlaubfalle oder Blatthaufenfalle, und das sieht dann so aus. Ne? Die kann ich hier rum navigieren und irgendwo hinbauen. Ja, das machen wir jetzt natürlich nicht. Und dann gibt es noch zusätzlich zur explosiven Drahtfalle, Stolperdrahtfalle, die Molotow-Stolperdrahtfalle. Die habe ich auch hier hingebaut. Ja, direkt nebenan. Die Entwickler meinen ja, in Kombination ist das wunderbar. Ja, hier sieht man auch die Molotow-Flasche dran. Die musste ein paar Mal gebaut werden. Hier sind mir hier in der Vorbereitung schon ein paar Honks reingelaufen. Ne? Und haben das immer wieder kaputt gemacht und so weiter und so fort. Ja, die Entwickler meinen auf jeden Fall in Kombination Blatt, Laub, Haufen, Falle, wie auch immer, mit dem Molotow-Cocktail, Stolperdraht, Fallenteil. Ist wunderbar. Warum? Das ist ganz einfach. Was tut diese Blatt-Laubhaufen-Falle? Nix. Ich gehe hin, ich kann die anzünden. Ja. Das lodert dann hier ein bisschen. Ja. Geht nach einer Zeit natürlich wieder aus. Aber das war es dann gewesen. Ja, das in dem Sinn ist das jetzt nicht direkt eine Falle. Wenn man das gut timet, ja klar, kann man hier einen Gegner ranlocken, kurz bevor er drankommt, schnell anzünden, weglaufen und der hängt dann im Feuer drin. Ja, weg ist die Falle. Aber wirklich wunderbar ist ja hier die Kombination, wenn ich hier einen Gegner reinlaufen lasse in die Stolperdrahtfalle. Ja. Geht das Ganze nicht nur mit Kabums hoch, sondern das Ganze steht dann auch eine Zeit lang in Flammen, und ich sag mal so, der Gegner nimmt definitiv einen guten Schaden, wenn er hier reinläuft. Ja, entweder ist gar nichts mehr zu tun oder einfach nur mehr ein bisschen.
Meine neue Lieblingsfalle, ich habe die insgesamt dreimal aufgebaut. Meine neue Lieblingsfalle ist ja hier diese, wie heißt die nochmal? Hier die Steinschwungfalle. Ja, das ist hier so ein Konstrukt, das lässt sich hier auf dem Baum draufbauen. Mit so Stein und Stacheln aus den Stein. Und hier ist das, hier ist das Stolperteil, wo die Gegner reinlaufen müssen, damit das ausgelöst wird. Ja. Ja, ihr habt das mal gesehen. Ja. Ich bin da auch jetzt reingelaufen, vorsichtig. Und ich sag mal so gut, dass da ein Baumstumpf ist. Nochmal hier. Ja. Das geht hier ratzfatz. Mal zurückgesetzt. Ich probiere das auch bei dem Teil hier aus. Vorsicht. Oh, da gibt's gar keinen Baum mehr. Das ist ja auch mal interessant. Vorhin war da noch einer dran. Ja, die Steinschwungfalle auf der nächsten Seite, direkt über der Schlingenfalle, ist hier die Rope Swing Trap. Ja, Steinschwungfalle. Und die lässt sich hier, ich bin da drauf gekommen, nicht auf allen Bäumen platzieren. Ja. Bei manchen ist das hier direkt da ratzfatz. Ja. Und wichtig ist, dass ihr einfach hier auch beachtet, wie, in welcher Richtung ihr das dran packt. Ja. So wie jetzt eben, in dieser Richtung. Ich pack das auch mal hier, genau so. Kommt das dann hier so raus, wie das bei mir gebaut ist. Ja, das heißt, das schwingt jetzt von unserer Perspektive aus nach links, wenn das ausgelöst wird. Ja, ich sag mal, das in dem Fall ist das definitiv nur dann produktiv, so wie ich das gerade gebaut habe, wenn der Gegner auch von unten kommt. Ihr seht, wenn der Gegner von oben gelaufen kommt, ja, dem passiert nichts. In normaler Geschwindigkeit läuft er weiter, dem passiert nichts. Der bekommt das Seil nicht in den Rücken hinein. Ja, also muss hier von unten lang gelaufen kommen oder auf einer ebenen Fläche. Ja, Donner und Gewitter. Gut, wunderbar. Ja, wir haben. Oh Menno, bitte mal kurz zu regnen aufhören. Ja. Müssen wir jetzt kurz abwarten. Ja, tatsächlich. Mein Wort in Gottes Ohr, zumindest im Gott des Spiels. Ja, das war wirklich kurz. Hier haben wir so einen kleinen Haufen von Ästchen angeordnet in so einem, ja, wie auch immer. Das ist ein Pfeilhalter. Ja, wir haben jetzt hier einen Waffenhalter, einen Medizinhalter, einen Getränkehalter, einen Bombenhalter. Wir haben alles Mögliche. Und jetzt haben wir auch einen Pfeilhalter. Und da kann ich hier die Pfeile reinpappen. Ja. Aufbewahren und wieder rausnehmen und wieder reinlegen. Ja, ist auch eine schicke Sache. Stein, Pfeil, Pfeilholz, so Pfeilhalter. So ist das Ding. Ja, ich sag mal, neben haufenweisen Kleinigkeiten, wie hier saubere Übergänge von Meereswasser an das Gelände und ähnlichen Dingen, gibt's hier noch eine große letzte Änderung, die ich euch heute, ja, in dieser Version vorstellen möchte. Das ist die Passagierliste. Der eine oder andere kennt das vielleicht bei uns aus dem Forum, oh, da hinten kommt wieder einer. Aus dem Forum, ich habe da auch mal ein Bild gepostet von, denke ich. Bin mir nicht mehr sicher, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich habe hier eine Liste, so ein Bild, ja. Aus dem Spiel, aus den Asset-Dateien von dem Spiel habe ich mal gepostet, wo auch die ganzen Passagiere abgebildet sind, mit Namen, Vornamen, Nachnamen. Mir persönlich war ja bis zu dieser Version noch nicht klar, was es mit dieser Liste auf sich hat. Die gibt es ja auch schon ewig lang in den Asset-Dateien drin, kam aber im Spiel bisher nirgends vor. Ja. Wenn man die gefunden hat, ist die hier unten dran, direkt neben der Höhlenkarte. Und da steht das auch schon, Find the Missing Passengers. Ich nehme die jetzt mal raus und wir sehen das hier. Ja. Das ist hier wirklich die Übersicht aller Passagiere auf unserem Flug 111.
Und irgendwo, denke ich, ist hier auch der Timmy drin. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo, aber ich bilde mir ein, den schon mal hier irgendwo gesehen zu haben. Ja, wie auch immer. Ja, da Blank T. Ich denke mal, der Eingekreiste hier oben auf 6D, Blank J, das sind wir auf 6C. Ja, ich denke mal, das sind die beiden Sitzplätze. Das passt ganz gut zusammen. Ja. Und wenn man hier die Passagiere, die toten Passagiere auf der Insel und in den Höhlen findet, werden die auch ausgestrichen, hier auf der Liste. Ja, ist eine lustige Spielerei, es geht voran. Sagen wir Entwickler, das macht ja gar nicht so schlecht, aber hier der Unfug mit ständig Gegenstände verlegen, das ist Irrsinn, das ist absoluter Irrsinn. Ja. Zum Abschluss zeige ich euch noch ein bisschen, wie hier dieses Molotow-Fallen-Stolperdraht-Teil in Kombination mit der Blatt-Laub-Baum-Haufen-Falle und der Steinschwung-Falle funktioniert. Aber vorher werde ich mich natürlich verabschieden und sag mal, toi toi toi, bis zum nächsten Mal. Das war die Axt im Walde mit Was ist neu? Ende Forest, Ende Version 0.28. Tschüss.